Wie versuchen Sie denn, sehen die Literatur heute diese Phase der Quellen? Sie meinen es wieder mal insgesamt? Die Literatur, die jetzt der Quelle, die das. Also, ich habe. Die Leute, die diese Phase der Quellen ist. Es hängt sehr stark von ab, ob die Leute meine Perspektive gefunden haben. Also, ich habe jetzt ein paar Kontakte natürlich immer noch, weil die Leute eine Stelle gefunden haben, dann sehen sie das wirklich als die Erfahrung und sehen einfach, was da. Es ist auch gut, dass es zu Ende ist, sondern die Mitarbeiter haben ja noch eine Leidensphase von mehreren Jahren. Das ist nicht nur die letzte halbe Jahre gewesen, sondern das letzte Jahr, seit 6, 7 Jahre gezogen. Und insofern sagen viele von denen, es ist gut, dass gar kein Einschnitt. Es ist jetzt zwar bedauert, denn es ist auch Traurigkeit da, weil einfach auch diese Quelle Familie ja eine. Ich glaube, es geht gut, es ist diese Kultur, einfach auch von der Gründerin, von der Gründerin und der Gründerin her gesehen. Es gibt aber schon auch in der Belegschaft sehr viel massives Management, die wir in die Pflicht nehmen wollten und auch die Insolvenzverwaltung. Denn auch da ist immer wieder die Frage gekommen, ist auch nicht die Insolvenzverwaltung überfordert, gerade als um den Verkaufsprozess, um den Versuch, das alles zu verkaufen, das ganze Gebiet, was an einer Stelle gescheitert ist, da sind schon massive Zweifel in der Belegschaft da gewesen, ob da die ganze Zeit da die Kompetenz gehabt hat, um das aufzustellen. Also insofern ist da schon auch viel Vererbung gut. Was wäre denn so im Nachhinein, wenn Sie sagen, man merkt, man kommt in eine Krise, die auch existenziell werden kann, was sind denn da so, ich sage mal, Ihre 3 bis 5 Empfehlungen, die Sie einem Management geben würden, vielleicht auch, um sozusagen aus dieser Situation anders herauszukommen, dass es an der Quelle letztlich genommen ist? Also, eine Erfahrung, wo ich nicht mehr jetzt theoretisch darüber philosophieren muss oder über Filmstheorie diskutieren muss, sondern ich selbst natürlich erfahren, ist die, dass Sie frühzeitige Investitionen in die Beziehungen, zu der Belegschaft und zu den Mitarbeitern sich in dieser Krise, auch in einer Krise auszahlt. Was meine ich damit? Investitionen. Das geht los, was ich schon erwähnt habe, in eine sehr transparente Kommunikation. Es geht weiter in eine sehr starke Einbindung der Belegschaft in Diskussionsprozesse, in Entscheidungsprozesse. Also mir gehen viel zu viel, ist viel zu viel abgegangen in diesem Board, viel zu wenig in Dialog. Weil es hat sich herausgestellt, dass super Leute, wo wir viel investiert haben, dass dort die Belegschaft gerade in der Krise sehr massiv zusammengehalten hat. Und dort ist also etwas gewachsen. Also insofern ist das, man kann es ja dann auch auf Knopfdruck abrufen. Man zieht jetzt so rufen wie eine Loyalität ab oder so rufen wie eine Glaubwürdigkeit ab und so weiter. Also das muss gewachsen sein. Zweiter Punkt. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist die, dass vieles dann in der Krise einfacher war als in den Phasen vorher. Einfacher im Sinne der, dass Prozesse schneller liefen, dass Entscheidungen schneller da waren. Und da haben wir schon überlegen, wie kann man aus dieser Erfahrung heraus, warum ist es einfacher gewesen, warum ging es schneller? Warum haben nicht so viele Erbhöfe verbreitet und so weiter? Wie kann man diese Erfahrung eine schöne normale Zeit rüberbringen? Weil ich merke, ich habe erst in der Krise gemerkt, wie viel Energie eigentlich verbrannt wurde mit Diskussionen und Meetings, was die Punkte. Also zwei so Ideen, wo ich sage, da können wir uns sicher tief nochmal anstellen. Würden Sie die auf der jetzigen Sicht, Sie haben ja eine lange Zeit, also sagen wir 14 Jahre, 15 Jahre die Personalentwicklung bei der Quelle mitgestaltet. Würden Sie sagen, macht das einen Unterschied, wenn man also Personalentwicklung hat oder die Art der Personalentwicklung, die man gehabt hat, für Krisenzeiten? Also ist das ein relevanter Unterschied, der das Unternehmen irgendwie prägt und wenn ja, wie? Obwohl wir nun mit einer ganzen Teilgesellschaft, Kerngesellschaft Quelle, lange Zeit haben wir seit Jahren der Krise. Ich muss sich vorstellen, das ging ja los schon in den 90er Jahren mit Fusion und Karstadt. Eine massive Intervention, die sehr viele Probleme mit sich brachte. Dann 2004, wo wir schon das erste Mal kurz mit dem Abstand. Dann die ganze Finanzierungsdiskussion über 5 Jahre.
dass die jungen Leute nicht vor Ort gegangen sind, die ganzen Jahre. Das heißt, sie wären schon viel früher völlig ausgeblutet, hätten gar keine Leute mehr bekommen. Es ist immer wieder gelungen, auch junge Leute an Hochschulen zu bekommen, die haben gerne lange gearbeitet. Sie haben gemerkt, dass es eine Kultur da und diese Kultur haben wir mit der Personalentwicklung auch weiterentwickelt. Ich glaube, dass da schon sehr viel gewachsen ist. Jetzt kann man nicht sagen, nicht im Sinne eines Unternehmens, aber es ist ja gescheit offensichtlich, aber es ist jetzt persönlich gewachsen. Und ich habe immer den Anspruch auch gehabt, an die Arbeit als Personalentwickler, Entwicklung eines Unternehmens geschieht und dann in sich der Einzelne entwickeln kann. Und ich glaube, das hat uns hier gestimmt. Da sind tolle Leute hervorgegangen, die jetzt halt natürlich in anderen Unternehmen tätig sind. Aber in der Phase, wo es auch schwierig war, auch immer wieder rangegangen sind und auch manche Klippen umschifft haben und geholfen haben. Also insofern ist es ja immer mehr, als jetzt sozusagen ja, der finanzielle Erfolg war am Schluss nicht da. Es ist ja auch etwas, es ist ja auch eine Lebensgemeinschaft auf Zeit gewesen. Ja, für viele über 20, 30, 40 Jahre, für manche vielleicht über 15 Jahre. Und für mich steht schon die Frage im Punkt, ist das eine lebenswerte Zeit gewesen? Oder ist das nur schlecht gewesen? Oder ist das nur schwierig gewesen? Und da kann ich heute sagen, dass wir da immer wieder Rahmenbedingungen geschaffen haben, wo die Leute auch ein Stück weit Entwicklung erfahren. Eine Radiosendung, die ich sehr schätze, die da endet es sozusagen im Gespräch, die endet immer mit der Frage, was ist wichtig im Leben? Was ist wichtig im Leben nach der Erfahrung des letzten Jahres? Der Augenblick. Das Erleben des Augenblickes, das wirklich sich einlassen kann in den Augenblick. Ich habe eine dieser wesentlichen Hüttenerfahrungen war das Thema Vertrauen. Vertrauen in mich selber. Und da bin ich nämlich. Das ist für mich das ein ganz wesentlicher Aspekt. Wie gewinne ich das Vertrauen in mich selber, dass ich bin. Ja. Man ist ja auch sehr philosophisch, aber es ist schon eine spannende Frage, die ich genau nachführte. Das war nämlich die, wer bin ich, wenn ich keiner mehr kennt? Und insofern ist auch ein Prozess angestoßen worden, durch die ganzen Erfahrungen aus der Insolvenz heraus, durch die Schweden, wo ich jetzt gespannt bin, wie das funktioniert. Professor, vielen Dank für das Gespräch, war sehr berührend. Danke. Bitte, kein Geschenk.